denn für wieder? Hallo. Wir haben ein bisschen abseits vom Lager. Ich weiß gar nicht, wo unser Lager ist. Ich habe gerade gar keine Orientierung mehr. Auf der anderen Seite vom Hügel. Echt? So einfach war das? Ja. Stimmt ja, ich bin hier erst den Strand hin und dann wieder zurück auf der anderen Seite. Stimmt. Hast du auch noch Narkobären? Diese schwarzen? Ja. Die brauchen nämlich eigentlich am dringendsten. Okay, ja, davon habe ich 19 Stück. Ja, aber erstmal zwei Schritte zurück, sonst liegen die gleich wieder unter dem Sitz. Okay, geht. Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe sie schon. Ich habe schon geschmissen, nachdem du... So, das schlechte Zeug mal weg. Du hast da gerade so einen gewaltigen Schatten gesehen. Okay, war nur Einbildung, Leute, Gott sei Dank. Ja, wir sind... Wir haben eigentlich nichts wirklich gemacht, außer kurz mal sterben oder sowas. Aber sonst haben wir nichts gemacht. Wir sind Level 8. Wir sind also noch sehr weit am Anfang. Und ich bin am Frösteln, bin aber trotzdem draußen unterwegs. Weil wir gerade ja versuchen, ein Tier da zu tamen. Beziehungsweise er versucht es. Ja, unten laufen zwei Balken. Ah, das ist Level 2, ja. Ah, okay, da. Und männlich. Okay, cool. Oh nein, ich habe was gehört. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Aber wie schnell das hier geht, ne? Warte, ich habe eine... Wie haben wir das in Live ist Hügel gemacht? Wir haben Fackeln, um uns besser zu sehen. Autsch. Einmal drunter gesprungen. Guck mal, ich bin drunter, ich grill ihn. Kannst du ein Lagerfeuer hier setzen? Weil ich friere die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer die Dingens reicht. Ja, ich kann ja mal gucken, ob ich das gemacht habe oder du. Es sieht so aus, als hättest du das gemacht. Okay, was brauche ich dafür? Hedge und Flint. Okay, die kriegen wir schnell. Jetzt einfach mal, weil ich ja irgendwas machen will. Wir müssen unseren kleinen Dino da ja auch beschützen, ne? Also so ist es ja nicht. Kann ja nur angegriffen werden und kann sich ja leider nicht verteidigen. Frag mich, was das für ein riesen Turm ist. Ich will immer noch Fetch. Das gibt's doch gar nicht. Soll ich dir was geben? Ja, bitte. Wenn du was hast. Ich bin hier unter dir. Oh, ich habe auch nicht sehr viel. Ich habe nur, glaube ich, 6. Oh. Ja, das reicht aber für ein Feuer. Ach, hör mal auf, da rum so. Oh, da ist ein grüner Strahl. Was war denn das vorhin für ein Strahl, den wir versucht haben? Das war, glaube ich, der grüne, ne? Ja. Da hinten ist ein lilaner, das ist total weit weg. Level 15 und wir sind erst Level 8. Also, das sind ja Kisten, sind das ja. Da hinten ist noch ein grüner. Sieht zumindest grün aus. Okay, über die Hälfte haben wir schon. Der Langhals hier, der lässt die ganze Erde vibrieren. Ja, zum Glück sind die harmlos. So, erstmal was trinken, ein Fleisch essen. Ja, und ich muss schnell wieder Wärme besorgen. Also du hast das Feuer wunderschön hingestellt, so dass er eigentlich aussieht, als wenn er gerostet werden soll. Bin ich ihn wenigstens wieder. Ja. Wie gesagt, am Feuer ist einem nicht kalt, geht man nur einen Schritt weg, ist es kalt. Das ist auch sehr interessant. So funktioniert das Feuer heutzutage.
Ecke irgendwas kauen. Ich auch, und das ist sehr beunruhigend. Ja. Das Gewackel beruhigt mich auch nicht gerade. Das ist hier der Langhals, glaube ich. Hoffe ich. So, ich habe ihn nicht angegriffen, keine Bange. Oh. Okay, wie weit ist er? Soll ich dir irgendwie was hinschmeißen von meinen Sachen? Nee, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also er ist jetzt noch relativ lange betäubt, also Betäubung ist noch ziemlich stark. Essen müsste auch für den Moment noch reichen. Also wenn jetzt nicht gerade wieder irgendein Viech kommt, was uns umlegen will, müsste das eigentlich klappen. Ja, dann höre ich auf herumzulaufen und warte hier lieber. Wenn du mich gerade nicht brauchst, und achte hier auf ihn. Wenn was kommt, lege ich so um. Schildkröte! Nein, Scherz. Ist ja friedlich. Level 16. Ich lege mich nicht mit einer Schildkröte an. Das habe ich schon öfters bereut. Ich stelle mich einfach ans Feuer und dann kriege ich nicht so schnell Hunger. Gucken wir mal. Fast auch schon Level 9. Das ist sehr schön. Was planscht denn hier im Wasser? Schildkröte. Okay. Da ist noch eine Schildkröte. Oh. Oh, schön. Schildkröten. Oh, ich höre was platschen. Oh mein Gott. Oh, gut. Das ist eine Schildkröte. Lass mich fertig. Entschuldigung. Oh, das sieht interessant aus. Ich habe das kaum gehört. Ja, ich weiß nicht. Der bewegt auch den Kopf. Vielleicht ist er das selber hier, der Betäubte. Oh, das könnte sein. Ich muss ihn ja auch füttern. Beruhigend. Dann hol ich mal ein bisschen Fetch, weil irgendwie ja. Huch! Bin ich hier runtergefallen? Ist jetzt zu doof. Na, willst du mich wohl wieder nach oben? Das rote Licht scheint direkt auf mich. Aiming Effectiveness 45%, Level 0. Okay. Kann man wohl irgendwie steigern. Wahrscheinlich mit der Qualität der Sachen oder so. Weiß ich nicht. Ich hau jetzt mal keine Narko-Bären mehr rein, weil eigentlich sollte das jetzt schon passen. Ja. Cool, das wäre dann unser erster, wenn er nicht gleich dann irgendwann wieder gefressen wird. Ja, man kann die wohl auch irgendwie trainieren, aber weiß ich auch noch nicht wie. Ich glaube, indem du irgendwie denen auch Essenssachen reingibst und so, und dann musst du einfach warten oder irgendwie. Unser Spezialist ist ja leider nicht mit auf dem Server. Ja, da haben wir nämlich kleinere Schwierigkeiten mit dem Connecten. Da haben wir einen. Du hast getamed, also ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, ist ja Gruppenarbeit. Oh, wie soll er denn heißen? Opfer 1? Nein, keine Ahnung, ich würde ihn, ja. Immer Malte. Malte? Hey Malte, komm mal vorbei. Gut, dann kann ich ja jetzt den Stein hier wegmachen. Ja, man muss ihn auf jeden Fall füttern.
sollte mir jetzt folgen, steht da. Gucken wir mal. Jo, tu da. Cool. Du müsstest ihn aber auch, Ja, ich weiß, aber ich kann jetzt gerade mit dem nichts. Was, nur Flintstone bei so einem großen Stein? Boah, mir ist schön auf den Kopf gefallen. Ja, ich würde sagen, wir bringen ihn erstmal. Warte mal. Ich gucke mal auch, was ich so kann. Also der Sattel, den wir vom Anfang an haben, kann man ihm nicht geben, so wie es aussieht. Weiß ich nicht, wozu der gut ist. Parasaurolophulus. Ach, das ist er gar nicht wahrscheinlich, oder? Das ist ein Parasaurolophulus. Ich weiß es nicht. Jedenfalls scheine ich ihm keinen Sattel anziehen zu können. Nur nicht den, den wir hier haben. Hm. Ich würde sagen, wir verschwinden dann mal wieder zu uns. Ich gehe vor. Falls was mich frisst, dann brauchst du ihn da nicht hinbringen. Okay. Aber erstmal muss ich unterwegs noch ein bisschen Sachen sammeln. Oh, die ist schon wieder kaputt. Bis jetzt hat mir nichts angegriffen. Wir haben wieder großen Besuch da vorne. Ja. Ach. Angelockt vom vom Feuer. Na komm her. Jetzt fängt's an zu regnen. Ne, jetzt gehe ich rein. Jetzt ist der Spaß vorbei. Da kaputt. Da auch. Hm. Ja, das heißt, das Leveln, dass wir einen Sattel herstellen können. Ja, ich werde mal was wieder ins Feuer da werfen. Mein Fleisch. Oh, schlechtes Fleisch. Weg damit. Ich habe gar keins, von daher kann ich dir leider nicht helfen. So. Hinten haben wir jetzt 92, jetzt könnte ich ein Bett herstellen bestimmt. Es sei denn, mir fehlt jetzt wieder was. Das wäre nicht schlecht. Search. Okay, haben wir. Komm, hier, rein, so. Herstellen. Das Bett, craften. Wo würden wir das hinstellen? Hier hin, ne? So, hier. Ja, sieht gut aus. Gut. Bett gesetzt. Ich habe eingestellt, dass er umherwandern darf. Das war wohl nicht so gut. Jetzt ist er irgendwie weg. Super. Ja, das war's dann wohl. Ach, aber wow. Wir haben uns einen echt bescheidenen Platz ausgesucht.
Die ganze Zeit wackelt die Bude und wir sind noch nicht mal dran schuld. Okay, 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 okay. Genug gewackelt, ich halt mal still jetzt hier. Was? Ich weiß nicht, wo er hin ist, keine Ahnung. Von Fiomia, also Fiomia Sattel kann ich schon herstellen. Die nächste kommen jetzt ab Level 10 und ich bin, glaube ich, jetzt erst 9, glaube ich. Ne, 8. Huh. Komme ich denn jetzt auf 9? Besitzer, also ohne die Steinhusers 2. 1. 2. Die sind zu tot. So, warten wir erstmal. Wenn du Fleisch. Warte mal, Fleisch habe ich doch hier reingeschmissen, oder? Ja. Viel Fleisch muss noch gebraten werden, ansonsten haben wir dann da alles dran. So, in der Kiste hatten wir doch Metall, glaube ich, reingeworfen, ne? Jo. Ja. Kann man, glaube ich, erst ab Level 30 oder so verarbeiten. Cool, oder? Oh, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber wir sollten es dann noch schon sammeln. Ja, sammeln schon, aber... ja. So. Das Gewackel ist aber echt schlimm. Ja, unser nächstes Haus wird auf jeden Fall nicht da sein, wo wir uns nicht die Dinger auch vom Hals halten können. Am besten irgendwo, wo es am besten ist, wo eigentlich gar keine kommen. Stelle muss aber erstmal finden, wenn es die überhaupt gibt. Achso, wir können noch was anderes ausprobieren. Ich habe ja eine Server-Einstellung rumgefummelt. Normalerweise dürften uns gegenseitig keinen Schaden mehr machen können. Doch, du machst Schaden. Du hast Schaden gemacht. Ja, du hast so einen roten Fleck da. Ja. Gut, ich werde jetzt erstmal eine Pause einlegen mit Aufnahme und werden dann gleich die nächste starten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.